Geht doch, geht doch. Bisschen schief, aber auch das bekommen wir noch hin. Wie machen wir das Schiefe weg? So. So. Yeah, geht doch. Meine Lieben, wunderschönen guten Morgen. Ich fange heute schon an, bevor 25, wobei jetzt gerade erreichen wir die. Der Dittmar ist auch schon am Start. Dittmar ist in Warteposition. Den hole ich gleich dabei. Warten wir noch eine Minute, bis dann mehr Leute drin sind, bevor ich dann kurz erkläre, um was es heute geht, was hier heute los ist. Ich war gerade noch im Pool, meine Challenge machen. Ihr seht das da. Story ist auch gepostet. Und ja, Wasser ist 11 Grad. Wetter ist heute, eben kam die Sonne raus, hat die ganze Nacht geregnet. Aber jetzt zieht sich wieder langsam zu. Ist so, ne? Ist so. Ich für mich habe die Challenge noch einen Tag, dann ist sie ready, die Challenge. So, ich glaube, so ist etwas besser, auch vom Ton wahrscheinlich nachher. War ein bisschen stressig heute Morgen. Newsletter schreiben, Affiliate Marketing Tipp Nummer 6 noch drehen, schnell und dann noch in den Pool vorher. Aber alles gut, alles geschafft. So, meine Lieben, es geht heute Morgen um Folgendes. Zuerst mal geht ihr jetzt bitte hin. Klickt unten auf den Papierflieger, ja? Da unten müsste der sein. Da klickt ihr drauf. Ihr kennt das schon. Dann markiert ihr mindestens 5 Personen und schreibt unten einen kleinen Text dabei. Hey, der Ralf ist live, ich bin auch dabei. So, und wenn ihr das gemacht habt, dann eine 1 in die Kommentare. Das macht ihr jetzt bitte zuerst, denn das hier sollten möglichst viele Menschen sehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn der Dittmar, der gleich kommen wird, hat gar nichts, aber auch gar nichts mit der Geldverdienen-Nische oder im Prinzip noch nicht mal was mit Online-Marketing zu tun. Was genau dahinter steckt, kommen wir gleich zu. Aber zuerst mal bitte am ersten Advent Papierflieger klicken, 5 Leute auswählen und ein kurzer Text dran. Hey, Ralf ist live, ich bin auch dabei und absenden. Und dann gucken wir mal, dass hier noch ein paar mehr Leute dabei kommen. Und dann legen wir los. Joschi, ich kontrolliere das, du weißt das. Sonst, ja, du weißt, was sonst passiert. So, an alle Nachzügler, Papierflieger klicken, 5 Leute markieren, Text unten rein. Ralf ist live, ich bin auch dabei und dann ab damit, damit die Leute wirklich auch wissen, was hier passiert und dass ich live bin. Und das ist wichtig für alle. Okay? So, dann möchte ich euch ganz kurz, bevor ich den Dittmar dann mit reinnehme, erklären, wer Dittmar ist. Das wird der Dittmar euch gleich selber erklären, aber Dittmar ist seit circa 5 Monaten jetzt bei mir im Coaching und zwar im Affiliate X Coaching. Da geht es um Marketing logischerweise, da geht es, wie baut man seine eigene Affiliate-Armee auf und viele Dinge natürlich drumherum, was Marketing, Webseitenoptimierung, E-Mail-Marketing und so weiter damit zu tun haben. Und der Dittmar ist jeden Donnerstag im Live-Call dabei, hat immer eine Menge Fragen. Und das Schöne ist, er hat nicht nur die Fragen, sondern er setzt um. Er ist ein gnadenloser Umsetzer. Dittmar ist seit mehr als 25 Jahren Unternehmer, kommt aus Österreich. Und ich würde sagen, wir holen ihn jetzt mal rein. Und dann
kann er sich auch noch ein bisschen mehr selber vorstellen, denn Dittmar ist nicht der klassische Online-Marketer. Ich muss gerade hier in der Liste suchen, weil er wird mir nicht angezeigt. Da ist er. So, jetzt wird der Dittmar gleich dazukommen. Danke für die Einladung versenden und die Einsen, die ihr hier postet. Und der Dittmar hat jetzt einen Anfang. Und da ist er schon. Hallo. Hallo Dittmar. Zuerst mal einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich dir. Und natürlich einen schönen ersten Advent. Ja, danke. Dir auch. Dittmar, von wo bist du heute Morgen eingeloggt? Ich sitze im Büro. Österreich, von wo Ja, aus genau bist du? Österreich, genau. Also aus Österreich, im Süden Österreichs. Ich bin aus Kärnten in der Nähe vom Wörthersee. Und ich habe jetzt am Vormittag schnell den Platz gewechselt ins Büro, weil da ein besseres Internet ist. Okay. Auch ein schöner Platz am Wörthersee oder Gegend vom Wörthersee, beziehungsweise Ja, ganz Kärnten. Ich kenne Millstätter See und die ganze Region da. ja. Ja, Auch perfekt. eine sehr, sehr schöne Ecke. Ja. Dittmar, wir beide, wir sehen uns jeden Donnerstag und quatschen jeden Donnerstag. Deswegen machen wir hier gar kein großes Vorgeplänkel heute, sondern ich habe den Leuten, du warst ja schon dabei, kurz erklärt, bist seit 5 Monaten bei mir im Coaching, Affiliate X. Aber erzähl doch mal kurz selber, A, wer du bist, B, was du machst, auch was du gerade als Unternehmer tust und was dein Ziel im Grunde mit dem Coaching war und ist. Gut. Ja, so also wie gesagt, mein Name ist Dietmar Pogatschnik, bin 49 Jahre alt, komme aus Österreich, aus Kärnten. Bin verheiratet, habe eine Tochter mit 12 Jahren und eine Katze. Was mache ich? Also ich bin Unternehmer. Ich habe seit über 25 Jahren ein IT-Systemhaus und wir betreuen Mittelstandskunden und helfen denen einfach die IT-Infrastruktur am Laufen zu halten und immer wieder zu modernisieren. Das Wie bin heißt, ich zu dir gekommen? unterm Strich gesagt, könnte man sagen, du hast ein Systemhaus. Ne? So würde man das vom Ja, genau. fachlichen Begriff nennen. Offline Ja, genau. lastig, sehr offline lastig, zumindest bis vor 4 Monaten. Ja, also sehr offline-lastig, das kann ich auch gleich dazu sagen. Also das war der Grund, warum ich mich dann umgeschaut habe, weil ich habe das Online, ja, oder sage ich einmal E-Mail-Marketing und so, wirklich immer vernachlässigt. Ja, ich habe das einfach liegen lassen. Ja, ja, wir waren einfach offline. Ja, Empfehlungen, ja, und ich bin halt Kaltakquise habe ich gemacht, dass ich mich ins Auto gesetzt habe und zu den Kunden hingefahren bin. Ja. Und irgendwann, Ach, das wusste ich selber noch gar nicht. Du hast dich wirklich ins Auto gesetzt, bist zu den Kunden hingefahren? ja. Okay. Sag mal noch mal ganz kurz, damit die Leute das auch wirklich so fassen können. Wie viele Angestellte hast du aktuell? Also wir haben 10 Mitarbeiter derzeitig. Ja. Und ja, also verschiedene Bereiche. Wir haben Technik, wir haben Lager, Marketing. Ja, also ein kleines Team, aber sehr effektiv. Zum Marketing kommen wir gleich noch, zum Ja, Marketing-Thema. ja. Okay, ich wollte dich nicht unterbrechen, nur dass die Leute so, Dittmar Systemhaus, mehr als 25 Jahre Unternehmer, 10 Angestellte und ist selber rausgefahren zur Kaltakquise. Also weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, kein Problem. Nur fragen, wenn irgendwas gebaut wird. Ja, und dann irgendwann, ja, vor circa 5, 6 Monaten ist mir noch so der Gedanke gekommen, erstens einmal, jetzt mache ich da schon relativ lange mit dem Systemhaus und ich bin so, ich will Veränderung haben. Ja? Also ich möchte was Neues machen. Ja? Und auf der anderen Seite habe ich natürlich gemerkt, dass viele meiner Mitbewerber online sehr erfolgreich sind. Ja? Und da habe ich mir gedacht, na gut, da muss ich mir auch umschauen. Ja? Und dann gehst du halt einfach ins Internet und googelst einmal danach. Und irgendwann ja, bin ich auf dich gestoßen. Und habe da gewisse Sachen dann mir angehört und habe mir gedacht, na, okay, das hört sich ja mal interessant an. Und das könnte probieren. Das wird genauso reinpassen in das, was ich machen will. Ich will eher ein bisschen Veränderung haben. Und online spricht da auch, ja, okay, dann melde ich mich da jetzt einmal an und schaue mal so ein Webinar von dir an. Ja? Ja, und dann bin ich da eingestiegen in das Ganze. Und
Ja, am Anfang war es halt auch so, Affiliate, ah, okay, interessant, ja, geiles Business, ja, das würde mich interessieren. Habe das natürlich probiert, ja, und habe da natürlich so wie jeder Anfänger gleich einmal, boah, das volle Chaos verursacht, sage ich jetzt einmal, ja. Und habe da nicht wirklich sehr viel Erfolg damit gehabt, ja, aber ich habe halt nicht aufgegeben, war dann immer in den Calls bei dir mit dabei, habe mit dir über das Ganze gesprochen. Und wir sind immer weiter dorthin gekommen, dass ich das ja auch für was anderes verwenden kann. Und dann habe ich eigentlich die zündende Idee gehabt, warum verbinde nicht diese Techniken, die ich von dir lerne, ja, mit dem Systemhaus? Ja, also das war so die Idee, dass ich gesagt habe, das könnt ihr mal probieren. Ja. Und dann habe ich wirklich einige Sachen bei mir umgestellt, ja, bin dann auch in meine Marketingabteilung gegangen und habe gesagt, hey, ich habe ganz neue Ideen. Ja, die haben natürlich als erstes die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, um Gottes Willen, was hat der jetzt vor? Was will der jetzt machen? Ja, das sind ja irgendwie, oh, ja, das ist ja ganz, ganz was anderes, als wie wir bis jetzt gemacht haben. Ja, gut. Dann haben wir ein bisschen hin und her diskutiert, aber ich habe dann gesagt, na, was diskutieren da mal nicht. Wir splittesten das einfach. Du machst was, ich mach was und wir schauen einfach, wo die Ergebnisse besser sind. Ja, und da muss ich wirklich sagen, Ralf, so wie du mir immer sagst, die Zahlen unterm Strich, die entscheiden, ob es gut ist oder nicht. So haben natürlich dann gewisse Sachen, die ich jetzt vorgeschlagen habe, dann auch besser gegriffen. Und wir haben dann wirklich effektiv angefangen, unsere Homepages umzubauen. Wir haben E-Mail-Marketing, ja. So wie du sagst, jeden Tag habe ich die versendet. Ja, also wirklich. Also meine Kunden sind wahnsinnig geworden. Ja. Also die haben gesagt, ah, was ist mit denn los? Ja. Man, da muss ich schon sagen, wir haben eine Liste gehabt von circa 1500 Adressen. Natürlich durch das vermehrte Aufkommen meiner E-Mails haben sich da mal über 500 jetzt abgemeldet. Ja. Ja, aber das war, wenn ich mir effektiv das anschaue, war es eine Bereinigung der Liste. Ja, weil es waren viele dabei, die sowieso nie irgendwas mit uns gemacht haben. Die haben es halt irgendwann einmal eingetragen. Ja. Und ja, die, was wir jetzt drinnen haben, die lesen unseren Newsletter auch ganz fleißig. Ja. Und wir haben jetzt sehr vieles bei uns umgedreht und verwenden diese Online-Marketing-Techniken halt im Systemhaus. Wir haben unsere Landingpage neu gebaut. Meine E-Mails schauen anders aus. Ich rede mit den Leuten anders. Ja, also, und das merken die Leute auch. Die haben gesagt, hey, was ist mit dir los? Du hast dich irgendwie verändert. Aber wir wissen nicht ganz genau was, aber irgendwas ist anders Ja, verkehrt. ja. Ja. Und ja, mit denen haben wir das Ganze dann gepusht. Also man muss jetzt auch mal festhalten, wir haben ja in den Calls oft drüber gesprochen und du hattest am Anfang so ein bisschen auch deine Schwierigkeiten, wirklich den Weg oder die Richtung zu finden und bist so ein bisschen hin und her gehüpft, wie viele Anfänger das machen, hast du ja auch gerade gesagt. Aber wenn wir jetzt mal nur zuerst mal auf den Kern kommen, zu dem anderen kommen wir gleich nochmal. Du hattest eine E-Mail-Liste von 1500 Leuten. Davon haben sich 500 abgemeldet, aber trotzdem hast du den Umsatz wirklich richtig, richtig fett mit den E-Mails gesteigert, weil du jeden Tag mailst. Und ich Genau. will das nur nochmal sagen, Leute, der Dittmar ist jemand, der labert da nicht, sondern er macht und er traut sich auch. Und viele hätten sich nicht getraut, in einem seriösen Offline-Business wie ein Systemhaus jeden Tag eine E-Mail rauszuschicken und dann auch noch quasi mit meinen Vorlagen. Also du benutzt ja auch viele Betreffzeilen, die ich benutze, um letzte Chance, um Druck zu machen. Und siehe da, es funktioniert, wo andere die Angst vor haben. Ne? So, jetzt kann man diese Umsatzsteigerung, wir haben dir angekündigt und so ist es ja auch. Und du hast auch gesagt, du bringst, glaube ich, ein Chart mit von euren Ja. Umsätzen, wenn du das vielleicht mal kurz reinhalten. Ich habe es selber noch nicht gesehen, Leute. Also Ich habe. ich zeige das dann gleich, ja. Genau. Man, das, was du sagst, ja, es war schon so, dass am Anfang, wie ich mit den ganzen angefangen habe, ja, ich habe da schon negative Antworten abbekommen. Ja. Die haben gesagt, hey, was machst du jetzt auf einmal? Was ist mit dir los? Aber ich habe das durchgezogen, ja, weil ich sage wirklich, es geht ja um mein Business, es geht um meinen Erfolg. Ja. Und wenn ich da auf die anderen hören würde, ja, dann würde ich heute nicht da stehen und euch das zeigen können. Ja. Genau. Aber wir haben effektiv dann mit denen angefangen, wir haben das durchgezogen, ja, egal was da für eine Widerstände aufgekommen sind. Und ich habe da jetzt einen kleinen Auszug, ja, aus unserem ERP-System, ja, wo man das wirklich sieht, wo ich unterwegs war mit den Umsätzen, ja, und dann sieht man, dann haben wir effektiv angefangen und man sieht, wie das gestiegen ist, ja, und wir sind dann mit 300.000 Monatsumsatz ausgestiegen, ja, und das nur durch diese Techniken,
Ja, E-Mails, Newsletter anders schreiben, ein paar andere Tipps, die wir durchgesprochen haben, Organisation angepasst, wir arbeiten viel effektiver und ja, es läuft, es funktioniert, ja. Leute, zuerst mal jetzt eine 5 in die Kommentare, eine 5 in die Kommentare als Glückwunsch und als Kompliment an den Dittmar. Jede 5 ist jetzt für den Dittmar und natürlich die Herzen fliegen lassen. Ab damit. Und man muss ja jetzt auch wirklich mal, ich kenne ja die Diskussion oder oft die Diskussion, nicht mit jedem, mit dir war ja nie eine Diskussion da, du hast ja neugierig gefragt und hast dann zwar überlegt, aber dann getan. Und hier kommt doch ganz klar raus, Leute, das, was ich immer und immer wieder predige. Ihr müsst Marketing machen und dann melden sich Leute im Newsletter ab. Es werden vielleicht auch euch Leute auf Instagram entfolgen. Es werden euch Leute auf Facebook entfolgen. Aber genau die wollt ihr doch gar nicht. Ihr macht das Ganze doch, um Business zu machen, um Geld zu verdienen. Und wenn man das hier gerafft hat, wie der Dittmar beim Systemhaus. Natürlich bin ich auch mega stolz darauf, weil ich habe ihm ja die Tipps gegeben, habe ihm ein Stück weit den Weg geebnet. Gegangen ist er den vollkommen selbst. Und die E-Mails hat er auch vollkommen selbst geschrieben, aber mit der Materie Marketing jetzt nur noch im Hinterkopf und nicht mehr wie früher. Ich weiß nicht, wie man also seriös wäre, das falsche Wort, sondern sanfte E-Mails zu schreiben. Und sanfte E-Mails sind am Ende des Tages Kacke für den Umsatz. Du musst Marketing machen an jeder erdenklichen Stelle. Wer das nicht mitgeht, ist nicht dein potenzieller Kunde. Und Ja. da nochmal ein Hinweis zu. Es gibt ja viele Kollegen, auch in den letzten Launches, wo ich dabei war bei den Produkteinführungen, die haben eine 6-mal so oder zumindest 3 bis 4-mal so große E-Mail-Marketing-Liste wie ich. Aber auch nur deswegen, weil ich meine immer wieder bereinige. Die bereinigen nicht, die schicken einfach nur raus. Dann haben sie keine korrekten Zahlen. Denn man sieht ja ganz deutlich, dass ich immer Platz 1 oder Platz 2 belege, je nachdem, wie viel Aufwand ich betreiben kann für einen Launch. Ja? Und das Allerwichtigste an der Sache ist, dass es Marketing ist und zwar von der Betreffzeile angefangen. Und das hast du hier wunderbar erklärt. Und die Umsatzzahlen, die zeigen das ja wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ja, jetzt vielleicht nochmal, dass die Leute so ein bisschen mehr Hintergrund noch bekommen, Systemhaus, um hier auch von der Richtung digitale Produkte zuerst mal wegzukommen. Du hast zwei Dinge, also einmal mit dem Systemhaus, dass du nochmal kurz erklärst, was verkauft ihr da genau, damit die Leute da ein bisschen folgen können. Und dann würde ich mit dir gern noch über die Organisation sprechen. Davon warst du ja von Anfang an begeistert Ja. gegenüber dem. Ich sage jetzt mal, in diesen Systemhäusern oder in Offline-Betrieben herrscht ja sehr, sehr oft die Sache Firewalls und alles muss doppelt und dreifach abgesichert sein und ein Bild dürfen wir nicht versenden und solche Dinge. Aber auch überhaupt nicht, dass die Tools auf dem Schirm wären, die wir im Online-Marketing nutzen. Und die zwei Dinge würde ich gerne noch mit dir besprechen. Okay. Ja, was machen wir jetzt derzeitig? Also wie gesagt, wir sind sehr stark hardwarelastig. Das heißt, wir, wenn einer sagt, ich brauche irgendeine Infrastruktur, ich brauche Server, PCs, Notebooks, den Zugriff von externen, solche Sachen bauen wir. Ja? Ein zweiter großer Kernbereich, den wir haben, wir betreiben auch selber zwei Rechenzentren, ja, wo wir verschiedene Services für unsere Kunden anbieten. Ja, die halt wirklich sagen, ich möchte das in Österreich haben, ich will, dass meine E-Mail in Österreich gehostet ist, ich will, dass meine Telefonanlage in Österreich gehostet ist. Das bieten wir an. Ja. Und das, was du sagst, wo ich jetzt hingehe, ist natürlich so, ich habe ja sehr viele Kollegen in diesem Bereich, ja, also ich habe ja Systemhauskollegen und durch das Coaching von dir bin ich natürlich hellhörig geworden, ja. Setze jetzt sehr viele Tools ein, die du empfohlen hast, ja, erfolgreich, ja. Und ich höre mich jetzt natürlich bei meinen Kollegen um und frage ihn, wie machst du E-Mail-Marketing? Und das ist teilweise erschreckend, ja. E-Mail-Marketing bei denen ist das, die haben im Outlook irgendeine Gruppe mit E-Mail-Adressen und dann schickt er ab und zu mal was raus. Das ist E-Mail-Marketing. Ja, und die wundern sich genauso wie ich, warum sie nichts tut. Ja, da kannst du nichts tun. Ja, also das ist klar. Ja. Und da stoße ich jetzt natürlich herein, ja, dass ich sage, hey Leute, ich habe da was für euch. Ja. Und was mir da extrem geholfen hat, ja, und das werde ich da, glaube ich, in 10 Jahren noch erzählen, ja,
Weil wie ich bei dir eingestiegen bin, eines der ersten Videos, die ich dann angeschaut habe, ja, war Organisation. Ja? Und ich sage heute noch, das, was mir das Coaching kostet, ja, das war allein mit diesem Organisationsvideo, ja, was ich mir da angeschaut habe und was ich bei mir herinnen umgestellt habe, war das in 0, nichts war das wieder verdient. Ja? Das ist, also ich bin nach wie vor, ich bin so begeistert davon, ja, und ich nutze das bei uns intern, habe einige Tools umgestellt, ja, habe einige Abläufe bei uns umgestellt und das ist wesentlich leichter geworden, ja, und das weiß sonst keiner, ja, das kommt eben aus deiner Schiene heraus. Ja, die Thematik gerade bei der Organisation ist ja auch, dass viele diesen Punkt gar nicht wirklich wahrnehmen als so wichtig. Ja? Und auch wenn ich mit dir donnerstags in den Coachings ja spreche, wenn du immer wieder sagst, boah, das ist so unglaublich, was ich da für eine Zeit gewinne, beziehungsweise wie simpel das ist gegen vorher, wenn man jetzt allein mal das Beispiel Outlook gegen Gmail macht und so weiter, oder Outlook Newsletter versenden in Gruppendynamik, also im BCC, oder ein System wie ClickTip oder Quentin zu nutzen. Das sind du, der Dietmar benutzt übrigens ClickTip an der Stelle, weil auch ich an der Stelle sage, für ihn ist ClickTip besser geeignet als Quentin in diesem Moment, für die Anforderungen, die er hat. Das muss man dann immer so ein bisschen ausbalancieren und dann schauen, wo passt man besser hin. Und die Organisation ist meines Erachtens nach eine der größten Fallen, beziehungsweise der größten Stolpersteine auf dem Weg zum Erfolg. Weil wir haben mittlerweile in der Organisation, in diesem Modul, ja 29 Videos drin. Wir hatten jahrelang 21, glaube ich, oder 20 drin. Mittlerweile sind es 29, alles neu gedreht. Und da gibt es so viel Potenzial. Und dir kommt das ja auch zugute, jetzt fürs Marketing die Zeit nutzen zu können, die du bei der Organisation sparst. Und meine lieben Teilnehmer, meine lieben Zuschauer, man muss sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, dass der Dietmar, um seinen Umsatz zu verdoppeln, gar keinen neuen Kunden gewinnen musste, sondern nur die alten, die schon da waren, aktivieren musste. Und ich behaupte, jeder da draußen hat dieses Potenzial. Er muss nur seine bestehenden, die meisten denken immer neu, neu, neu und reinholen und reinholen und reinholen, anstatt die vorhanden sind, wirklich zu aktivieren, indem man sie mit Marketing bespielt. Und wenn man sich das vorstellt, was beim Dittmann Potenzial war und ist, das ist noch lange nicht ausgereizt, zu verdoppeln von 150.000 auf 300.000 im Monat und das mit in Anführungszeichen nur 1.000 Lesern, da 500 haben sich ja abgemeldet, 1.000 Leser, was da ein Potenzial drin liegt. Jeder, der eine E-Mail-Liste von 500, 600 Leuten hat, muss sein E-Mail-Marketing so umstellen und organisieren und vor allen Dingen aktiv betreiben, dass er aus diesen Leuten, die da sind, etwas rausholt. So, und Dittmar, jetzt kommen wir noch zu einem ganz, ganz spannenden Thema. Und an alle Zuschauer, ihr dürft dem Dittmar natürlich auch Fragen stellen, aber wenn, bitte hier unten in den Fragesticker. Ich komme jetzt hinterm Dittmar mit dem Daumen nicht runter, aber unten ist so eine Bubble mit einem Fragezeichen drin. Da draufklicken, die Frage stellen, dann beantworten wir die gleich natürlich. Und wo ich jetzt darauf hinaus möchte, ist ein Thema, was uns alle beschäftigt, im Grunde genommen seit 7, 8 Monaten Tag und Nacht: Corona. Und du bist ja ein Paradebeispiel dafür, dass man auch in Corona Dinge erreichen kann, dass man in Corona nicht jammern muss, sondern anpacken kann. Beziehungsweise muss sogar auch, man kann es ja nicht anders sagen, was nutzt es denn, wenn man jetzt jammern würde oder sonstiges? Du hast dich ja auch in der Corona-Zeit entschieden, zu mir zu kommen, etwas zu verändern. Und wie siehst denn du das von der Wahrnehmung selbst her, dass du ja in Corona, wo alle anderen jammern und mit ihren Zahlen nach unten gehen und sich nur überlegen, wie sie an Zuschuss vom Staat kommen, zumindest in Deutschland, anstatt in die Richtung zu denken, wie du es getan hast. Wie siehst du das? Corona ist ja in dem Fall für dich überhaupt kein schlimmes Ding, unternehmerisch gesehen jetzt, sondern das ist eine Bombe Hallo. gewesen. Ja, eh. Ich meine, wer mich kennt, der weiß ganz genau, dass ich ja Jammerer sowieso nicht so mag. Ja? Also ich sage immer so, na, jammern, da musst du irgendwas verändern. Ja?
Und genau diesen Gedanken habe ich auch gehabt, ich muss irgendwas verändern und ich habe das halt zeitlich wirklich genau richtig getimt, sage ich jetzt einmal. Ja. Mir hat es irrsinnig geholfen, das umzustellen, ja, mich neu auszurichten. Und wie gesagt, jetzt in der Krise, wo alle reden, ja, haben wir trotzdem unsere Umsätze erreicht. Ja. Das heißt, wir brauchen kein Personal entlassen. Ja, und ich glaube auch, dass wir nächstes Jahr, ja, da gebe ich Vollgas. Ja, also da haue ich noch einmal eine Schippe drauf. Ja, weil wir haben jetzt angefangen, ich mache jetzt wöchentlich Webinare und ein positiver Nebeneffekt ist das, ja, am Anfang haben sie 500 Leute abgemeldet, ja, aber wir kriegen jetzt wieder viele neue dazu, ja, weil das spricht jetzt auf einmal um. Ja, also es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie unsichtbar sind, sondern ich kriege sogar jetzt mehr Reichweite, ich kriege mehr Sichtbarkeit im Internet, ja, wir werden auf einmal vom Kunden angeschrieben, wo ich sage, hey, wie kommt der auf mich? Und dann sagt er, du, ich habe das gesehen, ich habe das gesehen, ein Kollege hat mir gesagt, du schickst da so super E-Mails, ja, wo kann ich mich da anmelden? Ja, also das fängt jetzt ja irgendwie, kriegt das jetzt so eine Dynamik, dass ich wirklich sage, ja, und jetzt erst recht, ja, weil ich habe gesehen, es funktioniert, jetzt gehen wir richtig Gas, ja. Und das Jahr 2021, das werden wir rocken. Genau, das heißt ja auch, das haben wir ja auch besprochen, ich verrate Ja. jetzt hier keine Geheimnisse, das heißt ja Ja. auch, dass du dich in Richtung auch Coaching bewegst, weil du weißt, wie es funktioniert und selber umsetzt und die Kollegen es wahrnehmen mittlerweile bei dir und Genau. deswegen natürlich auch anfragen, hey, wie machst du das? Kannst du mir das erklären? Kannst du mir das einrichten? Dass das bei dir auch in diese Richtung hinausgeht. Ja. Ein Grund, warum du ja auch ursprünglich eigentlich gekommen bist, war ja nicht das Systemhaus, sondern etwas Neues zu starten, eine neue Ära zu beginnen. Genau. Und dort mit einem Coaching platzieren. Und das ist jetzt alles aus diesen Calls, aus diesen Coaching-Calls natürlich raus auch entstanden. Das heißt, du wirst in 2021 mit ganz großer Wahrscheinlichkeit ein Coaching anbieten für deine Kollegen, für diese Nische Systemhäuser offline, die online zu bringen. Und ich bin 100% davon überzeugt, dass du damit den richtigen Kracher landen wirst, einen richtigen Kracher, weil das so viel unglaubliches Potenzial ist. Wie aber meiner Meinung nach überall da draußen übrigens. Man muss es nur richtig tun, ja? Ich habe das im März damals schon gesagt, ein Blumenladen in der Innenstadt, der jetzt wegen Corona nicht aufmachen darf, hat aber doch Massen an Beständen von Kundendaten. Dann muss man die aufwerten, dann muss man die aufarbeiten und dann geht das vielleicht nicht in den Umsatzgrößen wie bei dir, Dietmar, aber das geht für jeden, für jede Boutique. Man muss es nur tun und das ist das Wichtige. Und das finde ich auch am Dittmar so Weltklasse. Er hat nicht einmal in den Calls gejammert, das hat er ja eben schon gesagt, er mag das nicht, das Jammern, sondern er hat immer angepackt. Und lass uns noch zu dem Punkt kommen, Dittmar, der erste Monat, ich würde sogar behaupten, die ersten zwei. Da warst du ja nicht so ganz sicher, welche Richtung soll ich gehen. Das heißt, dein Instagram-Account ist, glaube ich, schon von der Ausrichtung schon dreimal, obwohl er noch sehr jung ist, aber schon dreimal geändert worden. Ne? Das heißt, am Ja. Anfang hast du mal so wahllos gepostet und dann hast du mal auf Facebook eine Woche gepostet und dann wieder sein lassen. Das war so ein Hin und Her. Und mittlerweile ist es aber so, dass du deine Linie gefunden hast. Und das zeigt, am Anfang lief gar nichts. Du warst auch teilweise enttäuscht, kann man ja auch offen ehrlich sagen, weil überhaupt kein Feedback kam. Aber jetzt, wo du eine Linie durchziehst und dich daran quasi auch hältst beim Instagram-Account, beim Facebook-Account, die Webinare hochziehst, jetzt bekommst du im Hintergrund die Anfragen, dein Name wird bekannter, hast du mir schon gesagt, dass auch Ja. schon weitere Empfehlungen jetzt nach dieser kurzen Zeit da sind. Erzähl uns mal ein bisschen darüber, wie es dir da ging vom Ja. Kopf, dieses Hin- und Herspringen, Affiliate-Marketing, dann Systemhaus, dann doch wieder Coaching und dann mache ich ein Organisationscoaching oder mache ich ein Unternehmercoaching? Erzähl uns mal davon ein bisschen. Ja. Ja, das stimmt, so wie du es gesagt hast. Am Anfang bin ich wirklich, also wie der Ping-Pong-Ball hin und her gesprungen, ja, ich einfach nicht gewusst, ja. Ich war aber auch ein bisschen erschlagen von dem ganzen Input, den ich gekriegt habe, ja. Und das möchte ich jetzt vielleicht als Tipp mitgeben, ja, wenn man da neu einsteigt in das Ganze, ja. Du musst versuchen, relativ schnell herauszufinden, was du machen willst, ja. Und das war ja das Thema, wo wir oft gesprochen haben, wo du auch zu mir gesagt hast, du,
Du musst dich entscheiden, ja, mach nicht heute das, morgen das, übermorgen das, das wird nichts. Ja, und so war es auch, ja. Die ersten Monate waren ja wirklich, also ich bin da gesessen und gesagt, das kann es ja nicht sein, ja. Da mein zweiter Tipp, ja, nicht aufgeben, ja, nicht aufgeben, weitermachen, ja, das dauert halt ein bisschen, ja. Aber jetzt habe ich immer mehr meinen Fokus gefunden, immer mehr diese Richtung, wo ich mich hinentwickeln muss, und das ist es, wo du gesagt hast, pass auf, wenn du dann weißt, was du machen möchtest, ja, und wenn du das dann wirklich durchziehst, dann wird der Erfolg kommen, und jetzt kommt er, ja. Und da muss ich sagen, also ein großer Dank an dich, Ralf, das hätte ohne dich ja auch nicht geschafft, ja, sag jetzt einmal, weil du brauchst da jemanden, ja, der dir einfach die Augen öffnet und ein bisschen so ab und zu einen Klaps gibt und sagt, du, jetzt geh in diese Richtung, das ist deins. Ja, und jetzt macht es natürlich bemerkbar. Ja. Mich freut das natürlich auch in den Calls donnerstags. Da bist du ja übrigens nicht alleine, da sind ja noch andere dabei. Ja. Man merkt das ja auch in den Calls, ne? Braucht da jemand in die Richtung was Unterstützung? Es kommen ja einige, die wissen ganz genau, wo sie hingehen. Aber trotzdem ist ja der Hauptpunkt immer am Ende, und da kommt man immer drauf, Marketing. Da landet man immer, egal was du jetzt getan hättest, hätte immer das Marketing auch dabei sein müssen. Und am Anfang So. durch das Hin- und Herspringen war das ja eigentlich auch gar nicht da, weil du gar nicht genau wusstest, was tue ich da. Ne? Und also da auch ein Kompliment an dich für die Umsetzung, wie du umsetzt und auch den Mut, den du hast. Ich betreue ja noch ein paar andere Kunden, die ein Systemhaus zum Beispiel in Deutschland haben oder einen Wettanbieter, die sich das nicht trauen, in diesem Maße so dann mal Marketing zu machen. Es hätte ja auch sein können, dass du auf die Schnauze fällst. Ich kann mich an eine Sache erinnern, wo deine Marketingabteilung sagte, nee, das können wir nicht machen. Du hast gesagt, okay, machen wir einen Split-Test, ich mach das, ihr macht das. Wie ist denn das in deiner Firma überhaupt, in dem Team angekommen? Ja, am Anfang sehr komisch, ja, weil die haben gesagt, oh, was ist jetzt mit unserem Chef? Ja, der wird da ganz komisch, was hat der jetzt vor? Ja, das war jetzt natürlich auch eine Entwicklung von unserem Team, ja, damit die mitkriegen, dass ich jetzt in das Ganze eingestiegen bin. Am Anfang habe ich da jetzt nicht so viel erzählt, sage ich einmal. Ja. Ich habe zwar wohl gesagt, du, ich habe da ein paar Ideen, nur jetzt wissen die, dass ich da dahinter bin, und das sehen ja alle, dass das wirklich Erfolge bringt, ja, und jetzt ziehen da auch alle in diese Richtung, ja. Das heißt, ich mache ja bei mir intern auch schon Meetings, wo ich das Wissen, was ich jetzt über dich bekomme, auch weitergebe an mein Team, ja, und das wird immer besser, ja. Also die schreiben jetzt auch schon ganz anders ihre E-Mails, die fangen da anders denken an. Jetzt ist das auch nicht mehr so das Thema, dass die sagen, hey, wir können nicht jeden Tag einen Newsletter schicken, ja. Also das ist bam, bam, jetzt raus damit, ja. Oft schicken wir schon zwei am Tag. Also es ist ja, das Ich ist je liebe nachdem, es. Ich liebe es auch. ja, das ist so, wie es halt genau kommt, ja, sage ich jetzt mal. Ja. Aber also wie gesagt, ich habe sehr starken Gegenwind gehabt auch, ja. Also da muss man einfach stark sein, da muss man über dem stehen, ja. Also mir haben wirklich Leute angeschrieben und gesagt, hey, was laberst du da? Das ist ja alles ein Blödsinn, und vergiss das, und Betrug, und ich weiß nicht was alles. Ja, na, im Großen und Ganzen ist das Business, Ja. ja, und Marketing. Ja, mehr, was anderes ist es nicht da. Ja, nur halt ein bisschen effektiver. Ja, und wir wollen ja nicht nett sein, sondern wir wollen ja Umsatz machen. Genau, Ja. das hast du sehr, sehr gut ausgedrückt. Dabei fällt mir noch eine Sache ein. Ich glaube, wenn ich mich jetzt recht erinnere, hast du auch, ich habe ja gesagt, wie ich mein Team führe und so die Aufgaben verteile, ne? Ich glaube, davon hast du auch einen Teil übernommen, dass man Ja. einmal ein Video erstellt für eine Aufgabe. Wie ist dir denn damit gegangen? Vor allen Dingen den Mitarbeitern auch. Ja, war am Anfang auch ganz, ganz, ganz was Neues, sage ich jetzt einmal, ja. Aber spitzenmäßig angenommen. Spitzenmäßig angenommen, ja, weil das muss ich auch sagen. Wir haben sehr viel bei uns in einem System drinnen, wo halt alles schriftlich erfasst wird, ja. Und dann irgendwann haben wir über das gesprochen. Wie führst du das? Wie machst du das? Dann hast du mir eben deine Technik erklärt, ja. Ich habe das bei mir im Systemhaus umgesetzt, ja. Und das ist genial. Also wirklich genial. Auf so eine Idee wäre ich nicht gekommen, dass ich einfach für gewisse Anweisungen Videos mache. Ja, das geht ruckzuck, ist für jeden verständlich. Ja, perfekt. Also Vor wirklich allen perfekt. Dingen, der Hintergrund des Ganzen ist ja, damit die Teilnehmer hier auch so ein bisschen wissen, worüber wir jetzt sprechen, dass ich für Team einen Member-Bereich habe, eigentlich für einen Videokurs, also Coach in dem Falle. Und wir dann halt auf bestimmte Aufgaben Videos drehen und Notfallpläne haben.
und die per Video dokumentieren. Das heißt, wir drehen ein einziges Mal ein Video, zum Beispiel, wie wird ein YouTube-Video gepostet mit den Details dazu und so weiter, stellen das da rein, geben dem einen Namen, dem Video, zum Beispiel YT01, und dann wird die Aufgabe nur noch mit Aufgabe YT01 erledigen, wie auch immer, angegeben. Und wenn man das macht, weil wir beide hatten ja auch darüber gesprochen, da kann ich mich dran erinnern, dass es so nervig ist, wenn du einen neuen Mitarbeiter hast und der muss 3 Wochen oder 4 Wochen neben dir sitzen und der kostet dich eigentlich mehr Zeit, als dass du gewinnst. Und deswegen sträubt man sich immer so ein bisschen einen neuen oder auch einen Freelancer zu beauftragen mit etwas. Auch für Freelancer kann man das super machen, wie zum Beispiel, wenn du ein 3D-Cover immer mal wieder brauchst, kann man per Video automatisieren. Mach einmal ein Video, was die Freelancer benötigen, und dann schickst du immer wieder raus. Natürlich mit einem anderen Titel, das schreibt man dann unten drunter, wie das Cover heißen soll, aber die Grundlagen, das will ich haben, so will ich das haben, wie auch immer schon mal hast. Und das ist eine unglaubliche Erleichterung. Nicht nur, dass eine Zeitersparnis ist, sondern auch, dass man nicht mehr nachdenkt, sondern sagt, okay, neuer Mitarbeiter, setz dich hin, guck dir eine Woche diese Videos an, ganz in Ruhe, danach musst du die können. Und dann hast du einen ganz anderen Drive da rein. Ich meine, ich habe das ja früher auch schriftlich gemacht, in Google Docs organisiert. Und das war schon gut, aber mit Video ist das nochmal eine ganz andere Nummer, weil die Leute zumindest bei mir auch am Bildschirm halt direkt sehen, was sie klicken und wo sie klicken müssen. Das ist schon sensationell. Also das greift bei mir auch ganz gut, muss ich sagen. Und das ist auch für mich selber oft wirklich sehr hilfreich, ja. Weil speziell im Systemhaus haben wir Geschichten, die machst du vielleicht einmal im Jahr für einen Kunden. Ja, irgendeine Erneuerung, irgendein Zertifikat austauschen oder sonst irgendwas. Das zeichne ich jetzt mit auf. Und dann ist das für ewig, ist das in meinem System drinnen. Ja, und du kannst das schriftlich ja gar nicht so niederschreiben, ja, dass das irgendein Mitarbeiter, der neue dazukommt, dass der es versteht. Aber wenn der das Video hat, ja, und das mache ich, währenddem ich diese Aufgabe erledige, mache ich das Video dazu. Ja. Oder Sprachnachrichten, sage ich jetzt einmal. Ich arbeite jetzt auch immer mehr mit Sprachnachrichten. Haben wir vorher nie gemacht. Perfekt. Auch zu Kunden hin. Ja. Hat ganz einen anderen Effekt. Ja. Dittmar, mir geht das Herz auf, wenn ich höre, dass Kunden bzw. Teilnehmer auch umsetzen. Wir haben uns ja jetzt auch noch nie wirklich persönlich gesehen, sondern bisher nur über Zoom, weil wir ja erst in Corona zusammengekommen sind. Genau. Und da kriegen wir gerade Sa Simone Pogacnik. Ich nehme an, Ja, das ist das deine ist meine Frau oder Tochter. Ja, Tochter. meine Tochter ist das. Hallo Simone, herzlich willkommen im Livestream bei Ralf Schmitz mit deinem Papa und liebe Grüße von Mallorca. So, schauen wir mal, da ist noch eine Frage. Und zwar von Matthias: Wie kommst du auf den Inhalt deiner E-Mails? Tipps, Dittmar, fang du mal an mit deinen Tipps, wie du das jetzt machst. Und dann sage Okay. ich von mir noch was dazu. Ja, also ich kriege ja Tipps, sage ich jetzt einmal, also ich kriege ein Thema, ja. Wir haben ja verschiedene Hersteller bei uns im Systemhaus, von denen kriege ich E-Mails, ja, wo drin steht, es gibt irgendeine Aktion über ein Produkt oder es gibt irgendein neues Produkt, ja. Und ich mache jetzt nichts anderes, als ich nehme dieses Produkt und verpacke das dann in E-Mail-Marketing, ja. Das heißt, ich mache das so, dass ich die Leute anheize, ja, oder dass ich einfach sage, pass auf, da kommt was auf euch zu, ja. Also im Großen und Ganzen mache ich das so und dann statt halt Geld verdienen, kommt bei mir halt dann die Aktion für ein Notebook oder ein Server oder irgendwas aus dem Rechenzentrum. Also so kriege ich die Tipps. Ja. Und natürlich die Webinare kündige ich auch so an, ja, dass ich sage, pass auf, sei bei diesem Webinar mit dabei, da kommt was Großartiges. Und was ich mache, ist natürlich, ich mache den Pitch. Ja. Zum Schluss natürlich so, wie ich es jetzt gelernt habe. Ja. Also nicht so wie früher, ja, da ist das Angebot, Kauf, sondern das wird jetzt anders strukturiert. Ja. Dazu, Verknappung und, und. Ja. liebe Leute, auch aktuell mache ich ja 30, also jeden Tag einen Affiliate-Marketing-Tipp. Und das, was der Dittmar gerade sagte, war der Tipp übrigens gestern. Affiliate-Marketing-Tipp Nummer 5 war, glaube ich. Bewerbe nie die Features eines Produktes oder den Preis direkt. Natürlich kann man schon mal einen Preis bewerben. Das ist auch schließlich. Ich mache lieber mit Prozente, weil das in der Regel besser zieht und du kannst mehr hinschreiben. Aber es geht immer um den Benefit. Genau. Was hat dieses Produkt, auch beim Dittmar, was hat dieses Produkt, der Drucker, der Scanner, was weiß ich auch immer, für einen Benefit
für den Kunden. Zeitersparnis ist beim Dittmer zum Beispiel ein Riesenthema. Simple Technik, du musst nicht einen Techniker dran stellen, um scannen zu können und solche Dinge. Keine Ahnung. Vergleicht, ich habe gestern in dem Beispiel gesagt, in der Kaffeemaschine. Viele machen einfach nur tolle Kaffeemaschine, Preis 50% reduziert. Interessiert keine Sau. Interessiert keine Sau. Das kriege ich auch beim Aldi oder sonst irgendwo. Sondern ihr müsst immer den Benefit finden. Diese Kaffeemaschine brüht seit 3 Jahren meinen Kaffee heiß, ohne dass ich sie entkalken musste. Das sind Dinge. Das steht nirgendwo drin. Aber das sind die Benefits. Das Entkalken, das geht mir so auf den Senkel. Ja? Bei so einem Vollautomat zum Beispiel. Und wenn da einer kommt und sagt, hey, da brauchst du 3 Jahre nicht, und der ist immer noch so heiß wie vorher, der Kaffee, oder schmeckt so. Benefits und nicht die Features. Okay, dann sage ich noch was dazu, wie ich zu meinen Ideen komme. Ihr glaubt gar nicht, wie simpel das ist. Ich erzähle das eigentlich auch schon seit Jahren. Ich versuche immer eine Story aus dem Leben zu. Das, was ich, wenn ich nachher mit meiner Frau spazieren fahre oder was bummeln fahre und da fällt mir irgendwas auf, dann ist das heute für mich, ohne dass ich darüber nachdenke, kann ich da draußen eine Story kreieren. So. Aber das Allerwichtigste unterm Strich ist, die Augen aufhalten, wo passiert etwas, wo. Ich schaue zum Beispiel auch das bringe ich in meinen Kursen. Ich habe mir seit 7 Jahren keine Zeitung mehr gekauft, keine Tageszeitung oder sowas, aber ich lese natürlich online immer mal wieder die Headlines bei Express oder Bild oder so, um da Ideen für die Headline zu bekommen. Und darauf baue ich meistens eine Story auf, die mit Storytelling zu tun hat. Und das ist genau das, was ich meine. Ihr müsst den Benefit für den Kunden. Ich mit meinem, in meiner Nische, mit was kann er mit dem Videokurs erreichen? Was vermeidet er mit dem Videokurs? Zum Beispiel lange Lernzeiten oder dass er jahrelang sich selber was zusammensuchen muss. Verbindet mit deinem Leben. Was passiert dir? Wie geht's dir selber? Sei auch ruhig mal ehrlich. Hey, da habe ich letzte Woche einen Kurs gekauft. Ich habe reingeguckt, war mir viel zu schwierig. Und ganz ehrlich, vorgestern habe ich mich nochmal hingesetzt, habe mir das Ganze ganz genau angeguckt und das ist genau das, was mir geholfen hat. Erzähl den Leuten Stories und am besten Stories, die wahr sind. Und es geht nicht darum, immer nur Erfolg zu erzählen, sondern die Leute nehmen ganz, haben ein gutes Gespür dafür, wenn du auch mal sagst, Scheiße, da ist mir auch ein Fehler passiert. Scheiße, das habe ich nicht richtig gemacht. Gib es zu. Und dann komm auf den Punkt und sag, hier ist der Benefit, damit habe ich es geschafft. Das ist das für die Kunden. Und um das auf einen Punkt zu bringen, bei mir ist es zu 80 oder 85% Storytelling. Ich versuche mich irgendwo an Situationen zu erinnern, die wirklich passiert sind mit Kunden oder aber auch mir selbst. Ja? Ich bekomme ja auch meine Ideen, wenn ich durch die Stadt laufe in Köln oder auch hier in Mallorca, und du siehst ein Werbeplakat. Auch davon ziehe ich mir manchmal Ideen. Weil da sitzen Agenturen dran, die 30, 40, 50, 60, 100.000 Euro kosten und machen sich Gedanken und davon adaptiere ich. Okay, wenn ihr weitere Fragen habt, Leute, haut sie hier unten rein in den Fragesticker oder ihr könnt auch den Dittmar jetzt noch direkt etwas fragen. Dafür sind wir ja hier und wir haben noch ein bisschen Zeit, der Dittmar auch, bevor er wieder zu seinem Töchterchen dann muss, zur Simone. Also, Leute. Haut rein hier die Fragen. Man muss noch dazu sagen kann, Ralf, von den Ideen her, was ich jetzt anfange, ist natürlich, ich höre sehr tief zu meinen Kunden rein. Ja? Also ich schaue natürlich, was haben die für eine Probleme und biete dann Tipps dafür, ja? Weil das kriegen wir natürlich auch mit. Ja, was natürlich auch vollkommen richtig so ist, gar keine Frage. Das ist ja bei mir ähnlich. Da hole ich mir auch die Storys her. Ne? Was höre ich auch wie jetzt von dir? Mit jedem Donnerstag sprechen wir ja in dem Coaching-Call. Und auch da bekomme ich ja Infos, wo hat es gehakt. Wie zum Beispiel bei dir mit der Organisation, wo du so begeistert von bist. Die Thematik, die ziehe ich mir dann natürlich für mich auch zum Storytelling raus. Auch wie ich jetzt natürlich hier und heute den Live angekündigt habe. Live-Interview mit Dittmar in 4 Monaten von 150 auf 300.000. Natürlich mit der Wahrheit drin. Und die haben wir ja eben gesehen anhand deiner Zahlen. Ne? So, So. Rolf Joos, welche Programme außer die Organisation nutzt du von Ralf noch für deinen Erfolg? Okay. Ja, also wie gesagt, ich nutze ClickTip für unser E-Mail-Marketing und ich nutze viele Tools, ja, wo ich wirklich sagen muss, perfekt, damit ich eben meinen Instagram-Account befüllen kann. Also
Ralf hat da unzählige Tools im Hintergrund, ja, die er mir einfach empfiehlt. Und das entsteht aus dem Gespräch heraus. Ja, also ich schildere meistens Donnerstag bei uns ein Gespräch, du, ich habe das und das Problem, wie machst du das, wie könnte man das lösen? Und dann kommt es halt meistens, und da muss ich wirklich sagen, du hast fast für alles irgendeinen Tipp. Ja, also das ist wirklich perfekt. Vielleicht zwei, drei Worte von mir. Du hast gerade im Moment sehr schlecht. Ah, jetzt wird es wieder besser, Dietmar. Aha, okay. Vielleicht noch zwei, drei Worte von mir allgemein dazu, weil die Frage mit Sicherheit kommen wird. Videokurs und Coaching. Und ich bin hier sonntags morgens noch nie da gewesen, um was zu pitchen. Das werde ich auch heute nicht tun. Aber man kann auch hier einfach mal ganz offen und ehrlich sagen, das ist der Unterschied zwischen einem Videokurs und einem persönlichen Coaching, wo man jede Woche für Woche mit mir persönlich sprechen kann. Das geht mir doch ähnlich. Geht ja jetzt nicht nur dir mit mir so, sondern wenn ich Coachings gebucht habe, auch ein Mentoring oder heute was habe, dann spreche ich mit Leuten persönlich und frage da direkt nach der Meinung. Viele suchen sich meiner Meinung nach viel zu viele Informationen zusammen. Vor allen Dingen Videokurse von unterschiedlichen Marketern, was legitim ist, das will ich ja gar nicht sagen, sondern ich arbeite so mit der Organisation, jetzt gehst du zum nächsten Marketer und der arbeitet so mit der Organisation, dann könnte es durchaus Bruchstellen geben, warum du nicht mehr weiterkommst, weil du nicht einer Linie folgen kannst, keinen Fokus hast, kein The One Thing hast. Ne? So, und so ein Coaching hat natürlich genau diesen Vorteil. Du hast das persönliche Gespräch auch und kannst dann sagen, Ralf, das ist mein Problem, da hänge ich im Moment und bekommst dann zumindest in 95% der Fälle deine Antwort, und wenn du es nicht direkt bekommst, bekommst du es eine Woche später. Und Genau. wer Interesse an so einem Coaching hat, klickt einfach auf den Link in meiner Bio oder gebt einfach arbeite mit ralf.com ein, bewerbt euch da, kostenloses Gespräch mit meinem Potenzialteam, und dann können wir mit euch zusammen herausfinden, passen wir überhaupt zusammen, passt das Ganze für dich vom Coaching her. Beim Dietmar passt perfekt, bei vielen anderen auch. Wir hatten am Donnerstag, Christoph, sag ich, Dietmar war ja dabei. Am Donnerstag war der Christoph Kleinbeck noch mit im Call drin. Und der Christoph Kleinbeck ist ein Coach für mentale Sport- oder Wettkampfvorbereitung, sagen wir es so. Und auch da hat man am Donnerstag Ergebnisse, die fantastisch waren. Und ich will mich damit gar nicht rausstellen. Natürlich habe ich 14 Jahre Erfahrung und weiß, was im Online-Marketing läuft. Und der Christoph Kleinbeck hatte eine Aktion mit einem großen Fußballportal, hat eine Verkaufsseite erstellt, hat die online geschickt und hatte 6% Conversion. Dann hat er mich gefragt, wie ich die finde, was ich ändern würde. Und da habe ich gesagt, ich würde die Headline in diese Headline ändern. Und dann hat er einen Split-Test gemacht mit seiner Seite und mit meiner Seite, also mit meiner Headline. Der andere war komplett identisch, nur die Headline. Seine hat 6% Conversion. Meine hat 25% Conversion. Das ist mehr als eine Vervierfachung. Aber es geht mir da nicht darum, mich zu loben, sondern ich will damit zeigen, welches Potenzial da draußen ist, weil der Christoph hat mir bestätigt, so eine Headline hätte er nicht gewählt. Ja? So, aber am Ende, wie der Dittmar doch eben sagte, zählt das, was unterm Strich ist. Wir machen nicht, oder wir sind nicht Unternehmer und wir machen nicht Business und investieren unsere Zeit, um unterm Strich lieb zu sein und den Leuten nur mit kostenlosem Content zu helfen, sondern wir müssen ja auch unsere Brötchen bezahlen, die Butter auf dem Brötchen und die Wurst. So, und natürlich haben wir alle Ziele. Der Dittmar hat Ziele und der Dittmar wird nächstes Jahr, ich garantiere euch, vom Dittmar werdet ihr nächstes Jahr massiv viel mitbekommen und hören. Das kann ich euch jetzt schon garantieren, weil so lange kenne ich ihn jetzt schon. Und wenn wir uns dann nach Corona auch noch live sehen können, Dittmar, dann gehen wir nochmal so richtig steil, und du in deinen Coachings eh, da bin ich 100% von überzeugt. Aber die Vorteile eines solchen Coachings gegenüber einem Videokurs liegen ganz klar auf der Hand. Du bekommst das direkte Feedback, die direkte Hilfe in diesen Calls. Und natürlich investiere ich viel meiner Zeit. Ich habe jeden Donnerstag Coaching Day, wo ich von 15:30 Uhr bis 20:30 Uhr quasi durchgehend online bin mit verschiedenen Coachings. Und das ist der Unterschied zu einem Videokurs. Die Abkürzung. Dafür, wo ich aber persönlich meine Zeit investiere, sind die Coachings natürlich auch in einem anderen Preisbereich. Auch dessen muss man sich bewusst sein. Ne? Aber die Ergebnisse sprechen für sich. Dittmar, ich habe sonst keine Frage hier jetzt mehr, aber du darfst natürlich noch von meiner Seite auch sehr gern
ausführliches Schlusswort loslassen. Was möchtest du den Teilnehmern mit auf den Weg geben? Was möchtest du uns noch sagen, allgemein? Ja. Mhm. Und wo können wir, beziehungsweise wo können die Leute mit dir in Kontakt treten? Deine Social-Media-Profile, bliblablubba oder dein Webinar kannst du gerne hier nennen. Mhm. Also was ich noch sagen wollte, als Tipp, also bei mir ist es wirklich vorangekommen, wie wir in das persönliche Mentoring gegangen sind, also wo ich wirklich mit dir gesprochen habe, ja, also ich habe vorher Videokurse angeschaut und. Das ist super, um eine Basis aufzubauen, ja. Aber wirklich die Power, ja, die liegt darin, dass wir persönlich miteinander sprechen, ja. Und was ich auch noch mitgeben kann, ist, ich habe mir alles Mögliche angeschaut, ja. Und dann irgendwann habe ich mich fokussiert und habe gesagt, der Ralf ist derjenige, mit dem ich zusammenarbeite und ich schaue mir nichts anderes mehr an. Das bringt nichts. Ja? Also das ist genauso, du musst den Fokus haben auf die Person, die mit mir zusammenarbeitet, die mir die Tipps gibt, ja, weil es bringt nichts, wenn ich dann mit dir am Donnerstag spreche und am Freitag schaue ich mir was anderes an. Das waren so meine Anfangsthemen, sage ich jetzt einmal. Das kann ich nur mitgeben. Fokus auf das Mentoring und ja, und dann funktioniert es, dann fängt das Laufen an. Ja. Ja, ich bin natürlich offen, ja, also ihr könnt mich gern alle kontaktieren, entweder über Instagram, Facebook, ich bin überall vertreten, ja. Auch überall, Dietmar, ganz kurz, überall mit deinem Namen auch, ne? Ja, genau, Dietmar Pogacznik, ja, genau. Wenn ihr noch den sucht, ja. Weil dann, es sind keine Keyword-Accounts oder Verstecken vom Dietmar, sondern er zeigt sich, arbeitet mit seinem Namen, das, was ich immer und immer wieder predige, holt euren Namen. Ja. Brennt euch, also ihr findet Dietmar Wöberl unter Dietmar Pogacznik. Ja, genau, also ich bin komplett unter meinen offiziellen Namen erreichbar, ja, und wie gesagt, also gerne, ich stehe offen für Fragen, ja, also wenn ihr da noch weitere Infos haben möchtet mit mir oder einfach anschreiben, ja, also ich reagiere da relativ schnell. Aber als Schlusswort noch, also ich möchte jetzt offiziell nochmal echt ein Danke aussprechen, Ralf, und ich bin so froh, dass ich dich kennengelernt habe, ja, weil du hast mir sehr viele Sachen gezeigt und ich schätze das sehr, dass du direkt bist, ja, dass du auch wirklich sagst, hey, mach den Blödsinn nicht oder sonst irgendwas, das muss man halt auch verkraften, sage ich jetzt einmal, aber das gehört zum Erfolg dazu, ja, also es hilft ja nichts, wenn dir jemand was sagt und du sagst, nein, ich ändere das nicht oder ich mache das nicht, ja, also und das muss ich wirklich sagen, das pusht uns und ich freue mich auf das nächste Jahr und da gehen wir dann nochmal richtig Gas und ich bin auch wirklich froh, wenn wir uns wirklich mal live dann sehen. Ja. Also ich auch. Leute, das steht mal genauso wie auch die anderen hier, weil es sind ja viele wie Carsten, Beatrice, Markus, Hans-Jürgen da, die ich normalerweise jedes Jahr auf den Events sehe. Das fehlt mir natürlich auch massiv in dieser Corona-Zeit. Und ich will jetzt nicht unbedingt sagen, ich bete dafür, aber ich bin doch schon wirklich ganz, ganz fest hoffe ich zumindest, dass der IMK in Berlin stattfinden wird und auch der OMCO in Ingolstadt logischerweise. Mhm. Der Reihenfolge halt so nach März und Mai. Darauf freue ich mich tierisch. Das ist von meiner Seite alles organisiert vom Team. Das Einzige, was wir noch machen müssen und werden, sind die zwei Vorabend-Community-Stammtische. Und ich kann euch aber jetzt schon versprechen, meine Lieben, auf dem Community-Stammtisch werdet ihr von dem Dietmar nochmal etwas sehen und hören an den Vorabenden. Und wie sagt Dietmar, ich freue mich dann auch. Freue mich auch, dich am nächsten Donnerstag wieder zu sehen. Danke für das Lob. Nehme ich natürlich gerne an. Und ich freue mich auch, das Coaching weiterzumachen, weil für mich gibt es da auch nichts Schöneres, als wenn, natürlich muss manchmal ein Arschtritt sein, den habe ich ja auch von meinen Mentoren bekommen, ne? Und zwar nicht so knapp. Einige schon sehr, sehr früh. Aber das muss halt auch mal sein, damit die Richtung dann klar wird und irgendwann auch eine Richtung gelaufen wird, anstatt immer dieses Ping-Pong hin und her zu machen. Also danke, Dietmar, für dein Feedback. Danke, dass du heute hier dabei warst. Mir hat es sehr großen Spaß gemacht. Und allen Teilnehmern sage ich jetzt, wenn ihr dieses Interview, diesen Live heute gut fandet, jetzt die Herzchen fliegen lassen und eine 8 in den Chat. Eine 8 in den Chat, also in die Kommentare, wenn dieses Live hier euch gefallen hat, wenn euch die Infos gefallen haben und lasst für den Dietmar, alle Herzchen, die jetzt kommen, sind für den Dietmar. Lasst für den Dietmar die Herzchen fliegen. Denn der hat es ganz klar verdient. Vielen Dank, Herr. Ja. So, da kommen die Achter schon in die Kommentare. Danke, meine Lieben. Und damit kommen wir auch für heute zum Ende.
Und hier kommen sogar massiv die Achten jetzt. Ja. Und wie gesagt, ihr habt gehört, Dietmar Pogacnik auf Instagram, Dietmar Pogacnik auf Facebook und ihr könnt ihm natürlich auch gerne eine Nachricht schreiben und Dietmar wird schnell antworten. Wenn ihr was, ihr könnt noch zum Coaching fragen, ihr könnt ihn ganz offen ehrlich fragen, ich habe da nichts zu verheimlichen. Ich verspreche da auch nicht schnell reich werden, sondern das Einzige, was ich sage, arbeite mit Ralf.com, ist, ich coache dich bis zu 10.000 Euro monatlich verdienst. Wie lange das dauert, das ist zum größten Teil von dir selber abhängig und nicht von meiner Person. Folgst du den Sachen, geht schneller. Brauchst du länger fürs Umsetzen oder folgst nicht allem, dauert es länger am Ende. So, das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche um die gleiche Zeit wieder dabei seid. Nächste Woche dann ich wieder ohne Interviewpartner, zumindest im Moment. Und das Thema für nächste Woche werdet ihr dann noch erfahren. Und ich sage, danke, Dietmar. Danke an alle Teilnehmer. Und wir hören uns, wir sehen uns. Ciao, ciao. Bye, bye von Mallorca. Euer Ralf. Ja. Bitte euch. Ich kann nur jedem raten, wenn er im Online-Business einen Schritt weiter nach vorne kommen will, dann sollte er ein Seminar mit Ralf Schmitz buchen. Und eines kann man sagen, du bist absolut authentisch und deine Produkte sind top. Ich würde sie jederzeit wieder kaufen. Der ist immer exakt gleich und das mag ich einfach. Und mir ist dank des VIP Affiliate Clubs von meinem großen Vorbild Ralf Schmitz der Durchbruch gelungen. VIP Affiliate Club Ralf Schmitz ist eine abgeschlossene Studienrichtung zu einem schmalen Taler und ich muss dir extra wirklich ans Herz legen, das ist die Ausbildung, die dein Leben verändern wird. Ich bin seit 2013 im VIP Affiliate Club und das ist echt der Hammer. Denn mit diesem VIP Affiliate Club habe ich innerhalb von 3 Jahren meine Rente verdoppelt. Die Videos sind kurz, die sind aussagekräftig und man kann wirklich in einer kurzen Zeit, kommt man auch in die Umsetzung. Ich kann euch mit auf den Weg geben, dass mit dem VIP Affiliate Club von Ralf Schmitz mir wirklich der Durchbruch gelungen ist und ich von A bis Z jetzt weiß, wie Affiliate funktioniert. Er weiß, wie Dinge funktionieren, er testet sehr viel, er gibt das, was er getestet hat, weiter und er treibt dich dadurch, dass er sagt, du musst es noch besser machen, du mach es nochmal oder mach das, mach das, mach das und wenn du dann auch wirklich dran bleibst, dann bleibt er auch immer hinter dir. Zum einen die Strategien, die er zeigt, funktionieren, die sind einfach und anwendbar, das heißt, man braucht jetzt irgendwie jetzt kein Profi sein oder so, man braucht keine großen Vorkenntnisse und was unglaublich ist und was ich am Ralf sehr schätze, ihm liegen seine Kunden sehr am Herzen. Das heißt, der Ralf interessiert sich wirklich dafür, dass die Leute vorwärts kommen. Das ist jetzt nicht nur so, wow, ich muss jetzt hier die Kohle einsammeln oder so, sondern ihm liegen die Menschen wirklich am Herzen. Und das schätze ich unglaublich. Nur für mich ist eigentlich dieses Gesamtpaket Ralf Schmitz, ich sage jetzt mal aus dem Blickwinkel des Online-Marketings heraus, unbezahlbar. Mit der Zusammenarbeit mit Ralf Schmitz ist es auch so gewesen, dass ich in den letzten Monaten knapp 14.000 Euro Umsatz gemacht habe. Und das alles mit seinen eigenen Produkten. Und da war die Blackbox mit dabei. Und das sind so tolle Sachen, die kann ich nur weiterempfehlen. Ich muss auch sagen, der Ralf ist ein fantastischer Mentor. Er ist so menschlich, er ist einfach ein Mensch mit ganz viel Herz, aber er übermittelt einen auch wirklich, wirklich, wirklich Unternehmerbewusstsein. Wie soll ich sagen, man kommt einfach um Ralf, kommt man nicht drum herum. Er ist wahnsinnig authentisch, das kann ich bestätigen. Ich habe ihn jetzt live auch erlebt. Er ist, wie er ist und macht da keinen Hehl draus, erzählt dir nicht, was nicht stimmt. Ja, es hat mich überzeugt. Ich sitze da keineswegs drin und habe nichts davon. Im Gegenteil, mir laufen schon die Ohren über und ich bin ganz hektisch, das umsetzen zu wollen. Vielen Dank. Nochmal vielen Dank, auch für heute wieder. Das war super. Ich freue mich immer, wenn ich bei dir bin und du gibst so viele Tipps und Hacks. Das begeistert mich immer wieder. Danke dafür. Lieber Ralf, danke für diese richtig tolle Veranstaltung hier. Ich habe so viel mitgenommen, menschlich, vom Herzen, vom Business her. Und ich kann mich einfach nur bedanken und wertschätzen, dass ich dich kenne. Vielen, vielen Dank. Lieber Ralf, vielen herzlichen Dank für deine Hilfe, deinen Support, deine herzliche Art und dass man wirklich in der kurzen Zeit schon so in die Umsetzung kommt. Ich bin total dankbar und ja, ganz, ganz lieben Dank. Mach das so, wie es Ralf sagt und es funktioniert immer.